Hallo und willkommen zurück beim Kerbal Space Center. Eine kleine Änderung steht an, und zwar habe ich mich auf Anraten eines Freundes eine neue Mod installiert, den Astrogator. Das ist dieses clevere Teilchen hier, was mir sagt, dass in 2 Tagen ein Zeitfenster nach Moho geöffnet wird. Ich war noch nie auf Moho. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und keine Ahnung, wo Moho überhaupt ist. Also das ist Kerbin, das wissen wir. Das ist Duna. Eve. Moho. Ach du Haje. Ja, hier haben wir noch unsere Missionen. Fliegen wir nach Moho? Moho, Planet, klar. No kind of atmosphere. Das heißt, ich müsste innerhalb von 2 Tagen jetzt einen Moho-Lander zusammenbauen und den nach oben schicken. Damit der dann in 2 Tagen, wenn das Zeitfenster ran ist. Was schickt man nach Moho? Also no kind of atmosphere klingt schon mal gut. Das heißt nämlich, wir können unsere Standardländer nehmen. Zum Beispiel. Warte mal, Load. Duna Flyby. Ach stimmt, das war das Teil. Und das hier war unsere fette, überdimensionierte Rakete. Okay. Mal gucken. Wenn wir jetzt einen unserer standardalten Mondländer nehmen. Sowas hier, Science Rover. Rover Mark 2 Test. Rover Mark 2 Länder. Load. So. Ach, das ist ja der Kleine. Ah, jetzt hätte ich wieder Angst, dass er sich festfährt. Also wenn, dann pflücken wir den hier ab. Und hängen den mit den großen Rädern drunter. Und dann schicken wir das Ding so, wie es ist, zu Moho. Zwei Tage. Minmus Rover. Rover One. Rover One Solo. Genau der. Den modifizieren wir jetzt. Das hier hat sich nicht bewährt. Schicken wir jemanden nach Moho? Was bräuchten wir dort? Ein Wissenschaftler, der die Experimente zurückschickt? Und ich schicke mal einen von diesen dusseligen Engineers? Moment mal. Wenn wir schon einen Wissenschaftler schicken, dann auch ein Science Lab. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Wissenschaftler und wir brauchen einen Rover. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn das machen? Also. Lass uns mal anfangen. So. Wir brauchen ein Science Lab. Das Ding soll nach Rover. Ach, Quatsch, nach Rover. Das Ding soll nach Moho. Und da unten drunter klemmen wir unseren Rover. Das bedeutet. Wir brauchen den kleinen Badabum. Warum willst du hier nicht? Geht da nur ein großer?
Bin ich bescheuert? Ach. Zack. So. Force 0. Alles klar. Jetzt kommt unsere Standard-Structure. Habe ich in den Sub-Assemblies einen Rover? Zu groß. Ich baue den komplett neu. Das heißt, ich brauche jetzt hier dran einen Rover Core. Zack. So. Da dran kommen jetzt unsere Standard Structures. Einer hier. Und einer hier. Passt. Räder. Ich bin am Überlegen, mal gucken, was ich in den Structures habe. Kann ich den irgendwie verbreitern? Nein. Doch. So. Und wenn ich jetzt nämlich die Räder ranbaue, nämlich hier, da hat er ja so eine Spurweite, der müsste sich theoretisch nie wieder umkippen können. Ja, bloß der ist so was von groß. Das wird doch wieder nichts. Wir machen unser Standardmodell. Hallo? So. Haben wir. Gut. Hat zwar eine geringere Spurweite.
Passt. So, gut, dann. Oder machen nur ein Pilot Seat. Ne, zwei. So. Da wir Experimente zurücksetzen können, es fliegt ja ein Wissenschaftler mit, brauchen wir gar nicht so viele. Sondern wir schicken das Ding mit. Oh, warte mal, bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns mal darum. Weil wie ich mich kenne, vergesse ich den Scheiß sonst. So. Genau. Wichtig ist eine Antenne. Weil er soll den ganzen Quark. Naja, die ist doch wieder viel zu groß. Theoretisch könnte ich die hier ranhängen. Und die kann er dann. Böp. Genau. Die Diskussion hatten wir da schon die ganze immer wieder gehabt. Kriege ich die hier irgendwo untergebracht? Nee. Ich muss die nehmen. Eigentlich will ich ja bloß die ganz kleine Antenne bei haben. Die hier, aber die dauert zu lange. Die frisst dann zu viel Strom. Weil die braucht 20 Electric Charge pro Sekunde. Und braucht 20 Electric Charge pro Sekunde. Genau so. Damit kann er sich dann aufladen. Diesmal nehme ich zwei mit, damit nicht wie nächstes Mal was kaputt geht. Ob ich dem noch hinten einen Ersatz rankloppe? Ja. So. Dann kann er hier nämlich, wenn er steht, also wenn er fährt, bricht das Ding ab, aber wenn er steht, kann er hier. Was brauchen wir noch? Leucht brauchen wir. Chuchu. So. Allerdings ist natürlich nicht in der Mitte. Sieht schön aus. Ein schöner kleiner Scheinwerfer. Okay. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Mehr Experimente. Wir brauchen ein Barometer.
Ach, der hat doch keine Atmosphäre. Wir brauchen einen Erdbebensensor. Wir bräuchten ein Science Junior. Und wir brauchen ein Thermometer. So. Gefällt mir. Ja, mehr haben wir ja nicht. So. Jetzt müssen wir das Ganze noch gelandet kriegen. Das bedeutet, wir bauen wieder unser Standard auf. Zu klein. Zu klein. Bleibt uns bloß noch der übrig. So, und drei fette Tanks. Reicht das? Reichen die? Ja, wobei, Moa hat kaum Atmosphäre. Quatsch. Anziehungskraft. Reicht. So. Und aus der Höhe lassen wir dann den Rover fallen. Bescheuert? Hab ich denn jetzt gemacht? Hab ich denn jetzt angestellt? So. Passt. Da kommen jetzt unsere drei Triebwerke drunter, haben wir gesagt. Und da kommen jetzt unsere Landebeine ran, haben wir gesagt. Die Landebeine machen wir etwas höher. Aus der Höhe lassen wir den fallen. Passt. Gut. Jetzt haben wir noch Platz für mehr Science. Ich habe aber noch keine Antenne dran, wa? Nein. Gut. Ich baue aber eine Antenne an. Die nimmt so viel Platz weg, wa? Ach so, die geht ja nach da auf. Dann müsste die ja theoretisch hier ran und da ist kein Platz. Was kann die? Electric Charge 68.
Kann ich damit funken? Ich brauche eine verdammte Antenne. Ich nehme die jetzt. So. Die ist hier hinten drauf. Und baut sich dann so auf. Passt. So. Wir haben unsere Experimente drauf. Wir haben unsere Sitze drauf. Wir könnten eigentlich noch einen zusätzlichen Akku mitnehmen. Und ein zusätzliches Solarmodul. Nein, wir haben drei Solarmodule dran. Akku. Doch, den Akku können wir hier noch auf den Rücksitz packen. So. Was wiegt das ganze Ding? 21 Tonnen. Und das müssen wir jetzt irgendwie nach Moho schaffen. In anderthalb Tagen. Ihr seid lustig. Aber gut. Das bedeutet für uns, wir brauchen einen Stack-Decoupler. Nehmen wir den. Darunter kommt unser Standard. Nochmal ein Standard. Und das große Pudeltriebwerk. So. Das bremst uns in der Umlaufbahn ab. Das ist unser Moholänder. Der sollte aber noch ein bisschen Verschönerung bekommen. Wer fliegt denn eigentlich mit? Ja klar, Jeb, du nach Moho. Vergiss es. Wir nehmen einen Engineer mit. Nämlich den hier. Ach, Mist. Dann brauchen wir noch einen Rover Core. So, also du bist erstmal Moholänder 1. Speichern. Jetzt gehen wir mal schnell raus. Haben wir Mission für Moho? Natürlich nicht. Wie bitte? Orbit around Kerbin? Subspace Flight around Kerbin? Und nochmal Orbit around Kerbin. Und dafür kriege ich 20, 30.000. Für 30.000 einmal um Kerbin fliegen. Yep. Knapp 80. Der Rest sind. Gut. Was wollte ich jetzt? Ach ja, richtig. Wir haben noch 180 Science. Haben wir da noch irgendwas? Das ist die 300er Stage. Advanced Aerodynamics. Airbrakes. Hä, brauchen wir nicht. Kleine Triebwerke. Zu klein. Die helfen uns nicht weiter auf Moho. High Power Electrics. Fuel Cell. Oh, hier, so eine Batterie würde uns helfen. Gigantor Solar Array. Der würde uns helfen, ja.
Prograde, Retrograde, Attitude Hold, Radial, Stability Assist, Octo 2. Der würde uns helfen. Heat Shield brauchen wir nicht. Okay. Aber wir haben keine 300 Science. Dann hat sich das schon erledigt. Wir landen unser Moose, unseren Moho, tralala, wie gewohnt. So, jetzt müssen wir erstmal schon mal gut aus. Gut. Jetzt kriegst du hier noch jede Menge. Batterien ran. Und das Ding wird immer schwerer. 60 Tonnen. Kriegen wir 60 Tonnen mit drei so kleinen Triebwerken gelandet? Dann müssen wir uns aber ganz schön ranhalten. Na gut. So. Was konntest du? Stability Assist und Prograde, Retrograde Hold. Zack, gekauft. Ja, ja, wir brauchen eine Wohnung für den Engineer. Deshalb muss das Ding mit. Aber ich kann. Das ist es. Habt ihr das eben gesehen? Ich hab's geschafft, das Hauptbezugs, tralala, neu zu routen. Habe ich gelernt. Jetzt muss ich nicht immer gleich alles wegschmeißen, weil ich mal was ändern will. So, ich habe den Ländercan dran. Jetzt sind wir bei 66 Tonnen. Also so langsam kriege ich den Zweifel, ob das hier mit diesen drei Dingern ausreicht. Die Frage ist aber, was sonst? Naja, wobei, wir können den ganzen Treibstoff... Sonst haben wir zwar hier kein Science-Modul gehabt, aber wir haben, sind damit wieder zurückgeflogen. Und jetzt können wir den ganzen Treibstoff verbraten, nur für die Landung. Das Ding soll ja nie wieder starten. So. Und wenn wir schon mal dabei sind, bauen wir natürlich hier auch noch eine Antenne rauf. Hier können wir jetzt die große nehmen. Die da. Von der wir festgestellt haben, dass sie die beste ist. Plopp. Boing. Passt. Naja, wir können das ganze Ding mal noch um. Achso, da ist die Ausgangstür, wa? Dann machen wir das Ding hier ran. So. Oben hinkommen. Batterien. Passt. Start retracted, genau. Also, wir haben drei Solararrays. Wir haben das. Wir haben da unten unsere Experimente dran. Wenn der Rover unter... Ach, ja, richtig.
Blöd. Nein, nicht blöd. Wir bleiben so. Ich habe gerade überlegt, wir müssen den Rover eigentlich nur immer wieder ankoppeln können. Damit wir die Experimente übertragen können. Aber ich lasse den Quatsch sein. Das kann ein Wissenschaftler machen. Der kann doch einfach die Experimente rausnehmen, da reinklettern. Apropos reinklettern. Dem können wir was zum Reinklettern geben. Swupp. Reicht natürlich nicht, aber besser als gar nichts. Ist das nicht hier größer? Nein. Gut. Fallschirme brauchen wir nicht. Licht wollen wir haben. Es werde Beleuchtung. Genau, so. Sehr gut. Unser Moholänder ist fertig. Safen. Was willst du denn von mir, Kerl? Willst mich daran erinnern, dass hier noch ein Care-Paket ran soll, ja? Na, dann bekommst du das auch. So. Was machst du eigentlich? So. Gut. Jetzt würde ich das Ding gerne losschicken. Dazu brauchen wir Sprengring, Rent-Decoupler. Wie kriegen wir das denn jetzt so weg? Der fetteste Tank, den wir haben, ist immer noch der hier. Also nehmen wir davon zwei. Unten drunter kommt die fetteste Rakete, die wir haben. Und das ist immer noch die Mainsail. Außenrum kommen. Mit einem Sprengring. Und zwar, dass es nicht rumwobbelt, ganz oben. So. Sechse. Quatsch. Reicht nicht. Vier. Okay. Vier drunter. Das wird ein echt langes Staging. Passt das hier oben? Ja. Gut. Ich baue ein Doppelstaging ein. Jetzt passt mal auf, Freunde. Hoffentlich wird das jetzt nicht schon wegen dem Treibstoff zu schwer. Vier fette Klabauter. So.
Alles klar. Junge, Junge, sind die fett. So. Und wie ich mein Glück kenne, hebt das Ding nicht ein Millimeter ab, weshalb wir ganz außen noch die ranhängen. Und fette Booster. So. Jetzt geht das Ganze noch in die Aerodynamik. Plopp. Die genau. So. Du bist Moho. Also. Warte mal, hier. Hier rein. Okay. Wir brauchen unsere Dings. Von hier nach hier. Von hier da rein. Von hier nach hier. Und von hier da rein. Das Ding startet nie. Das Ding startet nie. So. Also, als erstes wird abgesprengt der hier. Nein. Doch der, der nicht. Der, der nicht. So. Die vier starten zuerst. Dazu startet der in der Mitte ebenfalls. So. Wenn sie ausgebrannt sind, werden als erstes die Booster abgeworfen. Dann werden die beiden abgeworfen. Dann werden die beiden abgeworfen. Dann wird der Ring abgeworfen. So. Haben wir eigentlich ein Reaction Wheel drin? Also, erstmal. Erstmal kriegst du jemand zur Stabilisierung. So. Wir haben gar kein Reaction Wheel. Aber wo soll ich denn das rinsetzen? Theoretisch müsste es. Du gehst in Hibernation. Hast du da oben ein Reaction Wheel? Ja. Aber wahrscheinlich muss ein kleines. Theoretisch müsste hier oben. Ganz oben ein Reaction Wheel zwischen. Gut. Moonlander 1 Mega. Safe. Haben wir eigentlich Scientists? Wir haben gar keine Scientists. Hallo. Ein Einziger? Nee, da ist doch einer. Davik und Verrey. Tja, tut mir leid, aber dich muss ich nehmen. Dich muss ich auch nehmen.
Moho! Auf nach Moho! Scientist, Scientist. So, sieht gut aus. Wollen wir testen, in die Umlaufbahn bringen? 2,5 Tage haben wir noch. Moho Länder 1 Mega, safe. Haben wir was vergessen? Gleich wobbelt's. Wackel, wackel, wackel. Pass mal auf. Oh, es wackelt nicht. Staging, 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 staging. Naja, das können wir uns dann später, für später aufheben. Gut. SAS an. Wo ist denn der Chef? Da. Control from here. Gut. Was sagt der Astrogator? 2 Tage, 58 Minuten. Ich bin soweit. Ihr auch? Irgendwas vergessen? Oh, sie hebt ab, sie hebt ab, sie hebt ab. Holla, die Waldfee. Und wie immer gilt, Screenshot machen. Sie fliegt. Ich sehe gerade so Close Editor. Screenshot. Boah, ist das Ding geil. Okay. Das war nicht gut. Irgendwas beschädigt worden? Nein. Okay. Möglichst späten Gravity Turn. Der legt sich ja jetzt schon in die Kurve. 2 Raketen sind gleich durch. Ja! Okay. Erstaunlich gut. Kilometer, 44 Kilometer. Jetzt müssen wir uns langsam drehen. Damit wir nämlich die beiden Raketen, wenn wir sie abwerfen,
dass uns die obere dann nicht in den Nacken fällt. So, jetzt müssen wir wieder ein Stück steiler gehen. Wobei, geht eigentlich. Wir sind fast aus der Atmosphäre raus. Ja, wir sind aus der Atmosphäre raus. Also, hier sind wir noch nicht aus der Atmosphäre raus. Erst auf 60, aber hier schon. Wir haben einen 81er. Das war ein Bilderbuchstart. Das war ein Bilderbuchstart. Wir nutzen jetzt die beiden Tanks hier noch. Um den Orbit zu brennen. Und dann haben wir noch die volle Stufe für Moho. Und die hier, um bei Moho zu bremsen. Und dann landen wir. Wir sind auf dem Weg nach Moho. Wir drehen uns jetzt nur noch ein Stück, ja. Ich hoffe mal, das Reaction Wheel reicht jetzt aus, uns wieder Prograde zu drehen. Ja. Und Feuer frei. Verbrenn alles, was du hast. ...80 zu 130. Stabiler Orbit. Jetzt weiß ich aber, was ich vergessen habe. Wir brauchen für den Flug dorthin, nach Moho. Also erstmal, pass mal auf, wir ziehen hier mal die Bremsen an. Wir brauchen für den Flug nach Moho Solarpaneele. Und ich habe vergessen, Crew-Reports zu machen und Daten zu sammeln. Jetzt komme ich natürlich hier nicht an die Experimente ran. Ich bin so clever. Ja, funktioniert nicht. Log Temperature. Wir hatten noch hier noch ein Barometer da. Log Reinder. Du. Observe. Reinder. Gut. Irgendjemand macht ein EVA. Macht ein EVA-Report. Behält den. Steigt wieder ein. Review Stored Data. EVA-Report. Danke. So. Und jetzt... Add Manöver.
Feuer frei. Fupp. Noch weiter raus. Ach so, wollen wir ja gar nicht. Set as target. Wir wollen ja gar nicht noch weiter raus. Wir wollen ja theoretisch nach innen fliegen. Wie macht man das? Wie macht man einen Moho-Flug? Theoretisch müssten wir ja bremsen. Also wir müssten hier ein Manöver machen. Na doch, wir können ja nur beschleunigen. Geht ja nicht anders. In 2 Tagen sollen wir nach Moho fliegen. Das heißt, uns eröffnet sich hier dieser Kreis. Bloß ja, wenn wir jetzt beschleunigen, dann wird der immer größer. Wir müssen ja eigentlich einen Hohmantra Transfer nach unten machen. Wir brauchen 1480 Meter die Sekunde. Wo schießt man damit hin? Daraus. Wie kommen wir denn nach Moho rein? Theoretisch müsste das ja eine Bremsung werden. Wir bremsen ab. Naja, wir werden ja jetzt noch 2 Tage warten müssen. Und dann setzen wir unseren Kurs nach Moho. Gut. Das heißt, ich habe noch 2 Tage, um rauszufinden, wie ich nach Moho komme. Und deshalb würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir haben unseren Rover jetzt bereits im Orbit und machen uns dann auf den Weg nach Moho. Und zwar in der nächsten Runde. Und bis dahin sage ich mit einem letzten Blick aufs Kerbal Space Center. See you later!